Meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Es tut mir leid. Leider sehe ich jetzt gerade nicht so männlich aus, weil ich vergessen habe, mich heute Morgen zu schminken. Das hat nämlich eine neue Studie natürlich ergeben. Ey, die werden einfach so lächerlich. Die Agenda ist so lächerlich. Die wollen uns alle zu Hause halten, dass wir Insekten fressen. Die zeigen jetzt schon in den Öffentlich-Rechtlichen, wie ihr zu Hause selber Insekten anzüchten könnt, damit ihr die fressen könnt. Es ist so krass, was passiert. Na gut, ich bin jetzt auf jeden Fall beim Sport. Ich gucke jetzt mal in eure Fragen rein und ich beantworte jetzt, glaube ich, 2, 3 Fragen und dann gehe ich mal zum Sport. Wieso sage ich, dass man kein Gold kaufen soll? Oder wieso habe ich das gesagt? Das ist natürlich alles keine Empfehlung. Aber warum ich jetzt zum Beispiel gar nichts kaufe? Weil ich einfach zum einen davon ausgehe, dass alles komplett crashen wird. Ihr wisst gar nicht, was mit den Banken und die ganzen Banken haben praktisch Kredite rausgegeben für die gewerblichen Immobilien. Und die gewerblichen Immobilien sind in den USA zu 50% nicht belegt. Das heißt, das ganze System wird sowas von kollabieren. Das ist unfassbar. Und ich denke, das, was auf uns zukommt, da wird, glaube ich, alles komplett runtergehen. Das heißt, ich investiere jetzt gerade gar nichts. Und der zweite Grund ist, und der ist noch wichtiger, wir können nicht beeinflussen, ob irgendwo irgendwas hochgeht oder runtergeht. Wir können es einfach nicht beeinflussen. Und alle konzentrieren sich nur darauf, ja, soll ich jetzt in Gold investieren? Ja, wie viel? 100.000 Euro oder wie viel? 1.000 Euro? Wie viel? Ja, und wenn Gold sich verdoppelt, dann hast du in 5 Jahren 2.000 Euro. Macht das einen Unterschied in deinem Leben? Wenn man nicht über Millionen spricht, ey, ich will da 1 Million investieren und dann habe ich in 5 Jahren 2 Millionen daraus. Wenn man irgendwie über 100, 200.000 oder so Euro, das macht 0,0 Unterschied in deinem Leben. Und deswegen, das Wichtigste ist immer, und deswegen habe ich mir den Finanzvideos aufgehört, weil es keiner versteht. Das Wichtigste ist selber, mehr Geld zu verdienen. Wenn wir jeden Tag 1.000 Euro verdienen oder 500, dann können wir gut was zur Seite legen. Und dann ist es sinnvoll. Aber jetzt sich Gedanken darüber zu machen, ja, wo investiere ich jetzt 1.000 Euro? Es macht keinen Unterschied. Erkläre ich alles im Webinar zum Matrix-Prinzip. Guckt euch das an. Was ist der einfachste und schnellste Weg, online Geld zu verdienen? Das ist Affiliate-Marketing. Warum? Weil es ein Provisions-Marketing ist praktisch. Und man kann ein Produkt empfehlen und man kriegt dafür, ohne dass man das Produkt selber erstellen musste, 20 Jahre Erfahrung haben musste oder sich ansammeln muss, ohne dass man alles aufbauen muss, alle den Funnel aufbauen, E-Mail-Marketing, ohne dass man alles machen muss, kann man einfach ein Produkt empfehlen, jetzt wie zum Beispiel Maximum-Prinzip oder Matrix-Prinzip, und man kriegt 30% davon, also ein Drittel fast, ohne dass man 20.000 Menschen selber geholfen hat, selber das alles aufgebaut hat, man muss gar nichts machen. So, und deswegen, das ist auch hier in der Videoreihe kostenlos erklärt, das ist halt der schnellste und einfachste Weg, komplett ohne Startkapital. Warum sage ich, Network Marketing ist auf jeden Fall eine Katastrophe? Nicht, weil man da nicht auch Geld verdienen kann, kann man. Aber einmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt, wenn es ein physisches Produkt ist, dass es zu 99% scheiße ist. Weil es geht gar nicht anders. Weil wenn du daran verdienst und der Nächste daran verdient und der Nächste daran verdient, so ein typisches Schneeballsystem, und 20 Leute verdienen an einem Produkt, wie viel Marge ist denn dann auf dem Produkt? Dann müssen es ja meistens immer irgendwelche Tropfen sein. So, hey, mit den Tropfen bist du komplett entgiftet und alle autistischen Kinder sind alle gesund geworden. Und das zeige ich dir, die ganzen Berichte zeige ich dir auf Telegram. Das ist immer Verarschung. Und der zweite wichtigere Punkt, der noch entscheidender ist, wenn diese eine Firma pleite geht, dann bist du weg vom Fenster. So baut man kein Business auf. Beim Affiliate-Marketing kannst du alles empfehlen. Das ist ein Empfehlungsmarketing. Da kommt es nicht auf ein Produkt oder eine Firma an. Warum bin ich nicht in Thailand geblieben? Also es war ja nie der Plan, dass ich da bleibe. Ich lebe in Dubai und Dubai ist auf jeden Fall meine absolute Wahlheimat. Ich mag auch Thailand, die Natur und alles. Aber auf Dauer ist... Es gibt halt keine andere Stadt wie Dubai. Dass du das ganze Jahr über Sonne hast, dass die Menschen entspannt sind, es gibt kein Neid, null Steuern, keine Kriminalität, alles ist sauber. Familie steht an Punkt Nummer 1.
alleine das schon. Und du hast einfach alles sauber, alles geregelt, die Menschen sind freundlich. Egal, ob du zum Strand gehen willst, in die Mall gehen willst, ob du shoppen gehen willst, ob du gut essen gehen willst, ob du am Strand entspannen willst, ob du auf eine kleine Insel fahren willst, ob du eine Wüstentour machen willst. In Dubai ist einfach alles. Keine Kriminalität. Ich lass mein Auto offen, Tür offen. Keine Kriminalität. Ja, Dropshipping oder FBA. Und wir haben beides natürlich im Business-Prinzip ganz genau erklärt. Der Aufbau und alles drum und dran. Und wir sagen aber auch ganz klar, Dropshipping ist natürlich viel, viel besser. Weil beim FBA gibt es einen ganz großen Nachteil oder zwei große Nachteile. Einmal, man braucht schon viel Startkapital, weil wenn man die Sachen zu Amazon schickt, dann machen die schon Unterschied, wie hoch die dich listen, ob du da 5 Produkte oder 5.000 oder 50.000 hast. Das heißt, du brauchst schon Startkapital. Aber der zweite Punkt, und der ist viel entscheidender, Amazon behält die Daten von den Kunden. Und das ist der größte Nachteil, den es überhaupt gibt. Das ist ein Genickbruch. Also so wie bei Network Marketing, wenn die eine Firma pleite geht, kannst du weg sein vom Fenster. Bei Amazon, wenn sie dir sagen, hey, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, haben sie alle Daten. Und das sind Genickbrüche, die darf man nicht riskieren. Man muss es so aufbauen, dass man safe ist. Daten ist das wichtigste Gut heutzutage. Wir sehen das. Alles, was da draußen passiert, ist alles nur ein Datenkampf. Alles. Das ist viel wertvoller als Diamanten, Öl, Gold und alles. Alles, was da draußen passiert, ist ein Datenkampf. Alles, was die jetzt mit den Banken machen, dass das Geld runtergeht, alles entwertet ist, dass die Leute keinen Job mehr haben, sind alles Daten. Dann wollen sie die CBDCs einbringen, dann haben sie alle Daten von allem und sie können alles kontrollieren. Das ist das Wichtigste auf der Welt. So, und wenn du jetzt, sagen wir mal, du baust eine Liste auf von 50.000 Leuten, ist alles bei Amazon, die sagen, hey, ciao, bist du weg. Du kannst keinen Kunden anschreiben, du bist weg vom Fenster. Und deswegen, wenn wir was aufbauen, dann muss es immer richtig sein. Wir dürfen die Zeit nicht verschwenden. Und deswegen ist der erste Schritt immer das Matrix-Prinzip. Das ist das Wichtigste, was man heutzutage machen kann. Gerade wenn man eine Einnahmequelle hat, dann ist man auch sofort weg vom Fenster. Ja, was denke ich, wann das gesamte System zusammenbrechen wird, kann ich nicht sagen. Aber ich verlinke euch mal ein Foto hier, da müsst ihr selber drauf gehen. Also ich nicht nur zum Klicken, sondern selber suchen. Und da gibt es so drei Videos, so eine Videoreihe. Da ist das ganze Geldsystem richtig gut erklärt, auch mit deutschen Untertiteln. Und es ist immer, also das Fiat-Geldsystem ist immer zum Scheitern verurteilt. Es geht immer, es gab schon über tausende Währungen, die gehen immer auf Null. Das heißt, es ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern wann. Und dieses Wann kann man halt sehr schwer sagen. Aber die Zyklen, was passiert? Mehr Geld drucken, dann Kriege, dann rausgehen, dann entwertet sich das, dann haben die Menschen kein Vertrauen mehr. Da sind wir jetzt gerade. Und dann bricht es zusammen. Das heißt, wir sind schon in den letzten Stufen. Aber ob es jetzt noch ein Jahr oder 10 Jahre oder 8 Jahre sind, kann keiner sagen. Yes! Die neue Free Tour ist jetzt online. Ich bin extra nach Thailand geflogen, um mich zu konzentrieren, um es perfekt für dich aufzunehmen, um alles reinzupacken. Wie schafft man es, 100.000 Euro in 4 Monaten zu verdienen? Warum ist das gesamte Schulsystem und alles, was du lernst, darauf ausgelegt, dass du nicht frei wirst?